Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück bei Enderlilies. Wir sind zurück beim Checkpoint, gehen aber jetzt wieder ins unheimliche Gebiet voller Gifte. Wir werden wohl hier durch müssen. Die eine oder andere Weise. Okay, das Ding ist explodiert. Fantastisch. Ich denke, wir gehen mal nach unten, weil das haben wir ja noch nicht gemacht. Aha. Geben wir ihm noch ein paar Hits. Oh, jetzt explodiert er. Gut. Okay, der ist schnell explodiert, interessanterweise. Warum ist der so schnell explodiert? Wir könnten da auch tauchen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen möchte. Kann natürlich sein, dass es da unten ein Item gibt, aber... Ich denke mal, das eilt nicht. Ich frage mich, ob wir vielleicht irgendwie was bekommen, um weiter oben den Schaden wegzumachen, den wir über die Zeit kriegen von dem Gift. Also das, was in der Luft ist. Weil wir sind da ja nicht im Suppenwasser. Au. Okay, einmal eine Heilung. Nehmen wir die Eule mit. Hier sieht es aus, als würde es nach unten gehen vielleicht. Aber wir gehen erstmal weiter. Da haben wir einen Aufzug. Das Ding ist explodiert. Das zweite ebenfalls. Fantastisch. Mich würde interessieren, was passiert, wenn wir runterspringen. Also das ist der obere Ausgang. Und der führt auch wieder rechts zusammen. Interessant. Okay, lass uns mal schauen, ob wir irgendwo, wenn wir nach unten gehen. Was seid ihr für Viecher? Autsch. Ihr macht ordentlich Schaden. Irgendwo nach unten soll es einen weiteren Ausgang geben. Die Dinger sind garstig, ne? Die machen ordentlich Schaden. Ah, okay. Da ist wieder der Nebel. Ich frage mich, ob wir den irgendwie wegmachen können. Ob es irgendeinen Spawner gibt, der den verursacht. Okay, den da unten möchte ich jetzt nicht unbedingt töten. Oh. Okay, wir haben den. Ups. Okay, irgendwas hat mich erwischt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das gewesen ist. Aber okay. Ja, wir probieren diesmal nicht alle zu töten. Ich glaube, das ist Zeitverschwendung. No. Einmal eine Heilung. Oh. Weil die Suppe macht wirklich nicht so viel Damage. Ich gehe jetzt mal hier runter. Oh. Okay, das war interessant. Wow. Der Junge hat mir ordentlich gegeben. So, dann du noch. Ich aktiviere mal die Eule. So, das Ding hat sich auch zerstört. Okay, und hier
kommen wir so durch. Und das ist dann der nächste Ausgang. Der untere. Aber auch hier kein Safe Spot. Das ist, wir müssen wohl oder übel entweder weiter nach unten oder wieder im oberen Teil. Da nach unten. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Oh, das ist neu. Der Typ hält einiges aus. Aber nicht genug, um die Spezialattacke auszuhalten. Die Dinger sind garstig, die machen super viel Schaden. Würde man denen gar nicht zutrauen. So, bleib hier. Die Eule macht ihn. Da war irgendeiner, der explodiert ist. Und hier ist ein Item. Oh. Plus 5 Max HP. Yay. Okay, da ist wieder einer, der explodiert. Ich glaube, der ist tot. Okay, einer weniger. Level up. Wir haben noch zwei Heilungen, das ist nicht mehr so viel, aber es geht noch einigermaßen. Da ist ein Tor geöffnet worden, mit dem wir jetzt an diesen Aufzug rankommen. Die Frage ist nur... Okay, wie kommen wir da hin? Müssen wir wieder zurück? Ah, wir müssen wahrscheinlich von dem oberen Feld kommen. Könnte ich mir vorstellen. Ich vermute, wir sind aus dem falschen Feld hierher gekommen. Ich denke, wir werden nochmal zurückgehen müssen. Hier unten war ja nichts mehr. Das Einzige, was hier war, war der Hebel. Den wir bereits betätigt haben. Ich denke, am einfachsten wäre es, wenn wir uns zurückporten und dann vom anderen Checkpoint ausgehen. Ja, machen wir das, weil hier ist offensichtlich nichts mehr. Zum anderen Checkpoint. So. Das war Schnellreise hierhin. Okay, ich werde dann wahrscheinlich später irgendwann mal das Ganze noch ein bisschen genauer erforschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch noch irgendwelche Skills fehlt. Okay, wir müssen eigentlich ganz gerade nach unten. Warum halten die so viel aus? Na komm. Oh, da ist wieder giftige Nebel. Ich denke, wir gehen hier runter. Und interessanterweise können wir den Nebel einigermaßen ausweichen. Ich glaube, das ist aber nicht der Ort, wo wir sie hinwollen. Ja, das ist... Ich meine, wir können gucken, ob wir nach Süden kommen von hier aus. Oder nach unten, je nachdem, wie man möchte. Hier geht es auf jeden Fall weiter, auch nach unten. Okay, das war nicht unbedingt... Oh! Wie kommen wir hier wieder raus? Okay, da unten will ich nicht landen. So, andere Möglichkeiten. Oh! Ich glaube, hier waren wir schon mal. Okay, nach unten geht's nicht. Eine Heilung.
Ah, hier vielleicht. Okay, das war richtig. So, dann hier wieder rauf. Ich glaube, hier wollen wir auch nicht unbedingt sein. Wo geht's? Okay, müssen wir die hier alle töten oder was ist hier der Sinn und Zweck der Sache? Ach komm schon. Ah, warum hast du in die falsche Richtung angegriffen? Ich hab in die andere Richtung gedrückt. Ah, Mistkerl. Okay, auf ein neues. Wir müssen den Weg gerade nach unten finden und nicht schräg nach links. Okay, auf ein neues. Ja, gute Frage. Halte ich da nicht fest? Wieder relativ viel Damage gekriegt, aber was will man tun? Okay, wir sind den korrekten Weg gegangen. Ich weiß nicht, ob ich mir das so merken kann, aber auf jeden Fall gehen wir jetzt hier erstmal nach unten. Für das alte Volk war dies das letzte Schlachtfeld. Okay, und hier war vorhin ein... War vorhin zu. Das haben wir geöffnet. Im alten Volk leben wir schon immer Seite an Seite mit der Unreinheit. Okay, hier ist nicht offen. Ich denke, wir müssen von hier unten hin. Ja, da unten ist der Schalter, wir sehen ihn sogar. Außer wir können von... hier ganz oben irgendwas tun, aber ich glaube, das ist nicht so. Ja, in der Tat. Okay, wir müssen nach links. Alles klar. Mühsam erinnert sich das Eichhörnchen. Das ist ein sehr interessantes Level-Design. Finde ich ziemlich cool bisher. Selbst die Grütze. Ich weiß noch nicht genau, kommen die von den Pilzen? Warte mal. Nee. Also wir können die Pilze nicht wegmachen. Es kann sein, dass sie trotzdem von den Pilzen kommen, aber... Okay, sind wir hier richtig? Ich glaube ja. Okay, jetzt sind wir hier. Wir müssen weiter nach Süden. Da waren wir auch schon mal, ganz kurz. Aber wir sind noch nicht wirklich weitergekommen. Und wir müssen da irgendwie weiterkommen. Okay, das war... nicht das, was ich wollte. Hey! Okay. Dankeschön. Meine Fresse. Ach, die machen Schaden. Unglaublich. Aber eigentlich ist es nicht so schwierig, denen auszuweichen. Ach, schon wieder hier unten gelandet. Wo musste ich denn durch? War das hier? Okay, das war auf der linken Seite. Au!
So, du blöder Fisch. Kommst du runter? Nein, nicht wirklich. Okay, den haben wir. Ah, ziemlich range, die Sau. So, ich hoffe, es bringt uns was, wenn wir alle töten. Ich hoffe, dann geht irgendwie was auf. Da, so, der wäre auch platt. Fischi. Nichts. Okay, was sonst? Was sonst? Hier landen wir nur da. Was uns nichts bringt. Was ist, wenn ich hier nach unten gehe, dann landen wir wieder am selben Ort. Und unten, weder am Boden noch auf den Seiten, gibt es irgendwas, was es danach sieht, dass wir da weiterkommen. Okay. Das heißt, entweder wir müssen weiter oben und hoch und dann nach links. Vielleicht da oben. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Hier vielleicht? Oh nein, das ist nur ein Item. Okay, das war nicht mal das letzte. Dang it. Oh, da ist eine Wand. Die habe ich erst jetzt gesehen. Die ist schrecklich platziert. Die sieht man fast nicht, weil die gleiche Farbe hat wie der Hintergrund. Wow. OMG. Oh, das ist ätzend. Ja, und hier kommt man dann runter. Das ist eigentlich der Ort, wo wir sein wollen. Naja. Vielleicht nicht unbedingt wollen. Aber das ist der Ort, wo wir sein müssen. Autsch. Der Ort, wo wir sein müssen. Wir haben leider keine Leben mehr. Okay, dann hier weiter runter. Dann müssen wir noch durch dieses dicke Ding durch? Ach du meine Güte. Ah, das ist assi. Ich wette aber, die werden so connecten. Ich wette, hier drüben wird ein Safe Spot sein. Ich bin ein bisschen zu schnell durchgerannt, weil, naja, das Gift hat halt getickt. Okay, jetzt müssen wir erstmal da wieder runterkommen. So, hier kann man das Gift sogar einigermaßen ausweichen. Jetzt sind wir wieder in dem Teil. Ach.
So, dann hier durch. So, dann müssen wir hier... Autsch. Ja, das war genau das, was ich nicht tun wollte. Dammit. Jetzt haben wir bereits eine Heilung verballert. Die elenden Feuerfische. Okay, hier wieder runter. Oh, ist das eine Wand, die wir aufmachen können? Ich weiß es nicht. Nee. Ach, komm schon. Man sieht einen Scheiß da unten. Das ist... Ah. Ich kann nicht sehen, ob da eine Wand ist, eine rote. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. So, wir machen noch einen Try. Und ansonsten müssen wir das wohl auf die nächste Episode verschieben. Haben wir da schon Schaden genommen? Ja, fantastisch. Läuft wieder richtig gut, nicht? Da hat man halt auch keine Möglichkeit zu heilen. Okay. Ich glaube, das ist keine Wand. Das bedeutet, wir müssen hier weiter. Und dann... Hier nach links? Ich weiß es nicht. Oh. Tatsächlich. Und es ist ein Safe Spot. Ich hatte recht. Meine Güte, bin ich gut. Fadensaufzeichnungen 4. Eine Infektion mit der Unreinheit durch Kontakt mit der verunreinigten Weißpriesterin ist zwar nicht möglich, jedoch weisen die unreinen Sarkome, die ich aus dem ihrem Gewebe entnahm, einige Unterschiede zu denen von Unreinen auf. Erstaunlicherweise unterdrücken sie das Fortschreiten der Unreinheit und ihre Auswirkungen auf den Verstand. Man könnte fast sagen, dass sie mit der Unreinheit, die wir bisher kennen, kaum etwas gemein haben. Vielleicht kann uns dieses Wissen helfen, das verlorene Bewusstsein von Unreinen und von Myriel wieder zu erlangen. Wer ist Myriel? Okay, lassen Sie erstmal rasten. Was für ein Trip. Aber wir haben es erstmal geschafft, wir sind safe und ich glaube, wir wissen auch, was wir zu tun haben. Für den Moment sage ich aber, das war's erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.